ich will mich damit nicht beschäftigen, das ist nicht mein Ding. Leute leiden unter den hohen Preisen und es wird auch Schindluder getrieben. Es sind noch nie so viele Gasheizungen in Deutschland installiert worden wie im letzten Jahr. Und es ist eine Gelddruckmaschine. Und einfach mal die Zeichen der Zeit lesen, also lächerlich aus heutiger Sicht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag. Es ist wieder mal soweit. Ja, was hat mich in dieser Woche besonders beschäftigt? Das ist ja wieder mal eine Woche gewesen, in der sich die Nachrichten gerade aus dem Energiebereich nur so überschlagen haben. Gefühlt im Stundenrhythmus kommen irgendwie neue Nachrichten zur Ukraine-Krise, zu den ganzen Verhandlungen. Was kann man tun? Wie soll man handeln? Brauchen wir Flüssiggasterminals? Sind wir zu sehr von Russland abhängig? Ja, das sind wir. Und was kann man dafür tun, um uns Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiepreisen zu entlasten? Man hat das Gefühl, gefühlt wird irgendwie jede Stunde eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und wenn man sich dann daneben noch die Nachrichten zu bestimmten Dingen anschaut, wie zum Beispiel, was installieren die Deutschen eigentlich im Moment am liebsten für eine Heizung? Dann muss man sich schon fragen, wann schaffen wir es eigentlich endlich mal aus den Fehlern zu lernen, die wir alle machen? Und da nehme ich mich natürlich selbst nicht aus. Steve und ich hatten neulich wieder mal so eine sehr hitzige Diskussion, im positiven Sinne natürlich, zu dem Thema, ja, wie geht es dann jetzt in diesem Themenbereich eigentlich so weiter und was soll man denn jetzt eigentlich machen? Und wir hatten es ja auch neulich in unserer Sonntags-Live-Sendung, dass wir hier zum Beispiel diskutiert haben, was passiert eigentlich mit diesen 3,7 Cent, wenn jetzt die EEG-Umlage im Sommer oder spätestens Ende diesen Anfang nächsten Jahres gestrichen wird? Sehen wir das dann eigentlich auf unserer Stromrechnung oder wird es vielleicht doch den einen oder anderen Stromversorger geben, der diese ja quasi Entlastung irgendwie für sich einstreicht und argumentiert, geben wir ja an euch weiter, aber auf der anderen Seite sind vielleicht die Beschaffungskosten gestiegen. Also ihr seht, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Ich versuche es mal folgendermaßen so zu umreißen, was mir dabei irgendwie durch den Kopf geht. Ich habe das Gefühl und wie gesagt, ich nehme mich da definitiv nicht aus, dass wir es irgendwie trotz all der ganzen Krisen und Geschehnisse, die wir irgendwie in den letzten 10, 20, 30 Jahren mitbekommen haben, irgendwie noch nicht geschafft haben, zu lernen, mal proaktiv zu werden. Proaktiv zu werden heißt, einfach mal die Zeichen der Zeit lesen und vielleicht nicht gleich, aber zumindest nicht dann handeln, wenn es schon zu spät ist. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Als ich hier mit meiner Familie hier, als wir hier in dieses Haus eingezogen sind, da haben wir uns damals dafür entschieden, das war 2001, in dieses Haus eine Solarkollektoranlage einzubauen, also eine Anlage, mit der man warmes Wasser erzeugt. Wir haben dafür damals, glaube ich, einen Aufpreis von 5.000 Mark bezahlt und sind natürlich von unseren Nachbarn irgendwie belächelt worden, warum wir das Geld nicht doch besser in goldene Wasserhähne investieren. Und ich habe gesagt, ich sehe das als eine Zukunftsinvestition an. Leider war es so, dass sich diese Solarkollektoren nicht gerechnet haben, also nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil sie einfach zu schnell tatsächlich kaputt gegangen sind und ich dann von Solarkollektoren die Nase voll habe, beziehungsweise die Nase voll hatte und sie dann gegen eine Photovoltaikanlage ausgetauscht habe. Und mit diesem Tausch habe ich sicherlich Geld verloren und musste neues Geld investieren, aber ich habe für mich zumindest einiges daraus gelernt und würde das auch immer wieder so machen. Jetzt ist es aber so, als ich die Solarmodule installiert habe, bin ich genauso ausgelacht worden nach dem Motto, warum investierst du da 7.500 Euro, das war 2000, weiß ich gar nicht mehr, 7, genau, für eine 1,26 kW Anlage, ja, also lächerlich aus heutiger Sicht, aber es war halt das, was damals so aufs Dach ging, was es an Modulen gab und so weiter und so fort. Die läuft heute immer noch und zwar erfolgreich und gut und hat sich inzwischen amortisiert und ist im Prinzip jetzt eigentlich eine Gelddruckmaschine, ja, muss man einfach mal so sagen. Sie tut natürlich was fürs Klima, sie hat sich schon inzwischen ungefähr 2,5 Mal energetisch amortisiert und es ist eine Gelddruckmaschine und es ist einfach klasse und es freut mich, zwei Dinge irgendwie gut machen zu können. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass einige von unseren Nachbarn und auch immer mehr jetzt auch Photovoltaik auf dem Dach haben. Und insgesamt ist es so, dass immer mehr Leute inzwischen irgendwie Photovoltaik installieren wollen und man quasi schon fast vor Anfragen und Aufträgen irgendwie überrannt wird. Und warum ist das so? Weil irgendwie jetzt die Leute, viele Leute irgendwie tatsächlich wirklich für sich realisiert haben, da ist das Kind tatsächlich in den Brunnen gefallen. Uns galoppieren die Energiepreise auf und davon. Und hier muss jetzt ganz dringend und ganz schnell was gemacht werden. Und wenn man dann sagt, ja, wir haben aber, das wird so und so lange dauern und so weiter und so fort, dann klar ist es natürlich irgendwie
so eine Augen, wir versuchen natürlich immer, oder ich versuche natürlich immer, sowas dann doch so schnell es geht irgendwie zu machen, aber es geht irgendwie nicht von heute auf morgen. Anderes Beispiel, Heizungen. Ja, ich habe heute gelesen, es sind noch nie so viele Gasheizungen in Deutschland installiert worden wie im letzten Jahr. Auch das, da muss man sich doch eigentlich auch fragen. Wir reden doch über dieses Thema Abhängigkeit von Russland, Gasversorgung, Umweltauswirkungen von Gas, Methan und so weiter, auch nicht erst seit gestern. Das ist doch auch eine Sache, die schon seit keine Ahnung, Jahrzehnten irgendwie ist. Und im neuesten Podcast weist ja auch zum Beispiel Professor Claudia Kempfert darauf hin, dass sie schon darauf hinweist, dass diese Abhängigkeit zum Beispiel von Russland, was die Erdgaslieferungen angeht, schon seit Nord Stream 1 eigentlich so nicht funktioniert, weil wir uns damit eben total abhängig machen. Und was jetzt daraus geworden ist, das sehen wir eigentlich jetzt heute. Diese Diskussion darum, die ist brutal und die Leute leiden unter den hohen Preisen und es wird auch Schindluder getrieben, weil es ist ja nicht so, dass wir irgendwie zu wenig Gas bekommen, sondern es ist einfach so, dass eben auch der ein oder andere Gaslieferant sagt, ich kriege mehr Geld dafür, wenn ich das Gas nach Polen umleite. Ja, also erst nach Deutschland und dann nach Polen. Und das ist nichts gegen Polen, sondern Polen hat sich schlicht und ergreifend eben dagegen entschieden, langfristige Gaslieferverträge abzuschließen und müssen halt jetzt auf dem Spotmarkt einkaufen. Sie wollten ja damit auch etwas unabhängiger von Russland werden, so habe ich es zumindest verstanden. Und jetzt sind sie halt in der misslichen Situation, extrem hohe Preise zahlen zu müssen. Naja, und wer Gas hat, der liefert dann eben gerne dahin, weil er eben entsprechend viel dafür bekommt. Und auf der anderen Seite fehlt es dann irgendwo. Und im Moment fehlt es irgendwie, zumindest gefühlt bei uns, es ist so ein Gefühl der Knappheit da. Es sitzt ja zum Glück niemand irgendwie im Kalten bei uns. Und trotzdem sehen wir eben einfach, was diese Abhängigkeit von diesem Energieträger und eben auch von einem massiven oder von einem Land, das uns eben rund 50 oder mehr Prozent liefert, was uns das einbringt. Ja? Und jetzt fangen alle an zu reagieren und sagen so, haha. Und trotzdem, wie gesagt, wurden noch nie so viele Gasheizungen installiert wie im letzten Jahr. Also ich meine, auch Pelletheizungen und Wärmepumpen sind im Aufschwung und das ist auch gut so. Das geht im Moment eben alles zu auf Lasten der Ölheizungen. Das ist sicherlich aus klimatischer Sicht auch absolut in Ordnung so. Wenn ich dann aber eben jetzt höre, dass so eine Initiative wie Zukunft Gas jetzt rumkommt und sagt, ja, na, das sind ja, wenn dann jetzt zukunftssichere Gasheizungen eingebaut werden, die dann irgendwann auch mal Wasserstoff verbrennen können, na, dann hat man doch ein ganz großes Ding für den Klimaschutz getan. Aber das ist halt, ja, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zu irgendeiner Firma gehe und sage, ich brauche eine Heizung, eine Gasheizung, die soll bitte auch schon H2-ready sein, werden die mich wahrscheinlich alle angucken und sagen so, was, H2, was, keine Ahnung, wissen wir nicht, ja. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Gasheizungen nicht aus. Wenn ihr euch damit besser auskennt, wenn ihr Installateur, Installateurin seid oder wenn ihr von dem Hersteller seid, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, ob denn eine aktuelle Gasheizung, die ich jetzt kaufen würde, tatsächlich schon mit Wasserstoff arbeiten könnte. Ich weiß es nicht, ob überhaupt das Gasnetz dafür geeignet ist, die Ventile, die Absperrhähne und so weiter und so fort. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, ihr könnt mich gerne korrigieren. Und wenn ich an unser Lieblingsthema Elektroauto denke, dann sehen wir ja hier eigentlich das Gleiche. Ja, also ich habe es euch oft erzählt in den Videos. Mein Bruder hat sich jetzt just den ID.3 bestellt. Ja, Wartezeit, Lieferzeit vielleicht im November. Ja, und viele sagen, ich möchte diesem Wahnsinn der Benzinpreise, der Ölpreise entgehen. Ich möchte gerne auf Elektro oder zumindest auf Hybrid umsteigen. Und was ich dann feststellen muss oder wir alle dann feststellen müssen, die sind ja gar nicht lieferbar in der Zeit. Also selbst Plug-in-Hybride, also zum Beispiel Skoda, der Skoda, ich glaube Octavia EV, ist ein recht beliebter Kombi-Plug-in-Hybrid, ist, glaube ich, auf erst 2023 wieder lieferbar. So, warum reagieren wir alle immer so verdammt spät auf solche Dinge? Und warum gelingt es uns einfach irgendwie nicht, rechtzeitiger darauf zu reagieren? Klar, auf der einen Seite sind natürlich die politisch gesetzten Rahmenbedingungen teilweise einfach so, dass ein Umstieg einfach schwer fällt. Ja? Jetzt gibt es natürlich Förderungen für Wärmepumpen, jetzt gibt es Fördergelder für Elektromobilität und es stürzen sich ja auch viele, viele da drauf. Ihr habt es ja gesehen bei diesem Streit um die Förderung von besonders energiesparenden Häusern. Ja, da haben sich alle natürlich drauf gestürzt und man merkt immer, das ist immer irgendwie so ein hektisches Hin und Her zwischen man stürzt sich drauf und man lässt es, weil man irgendwie, ja, lohnt sich dann irgendwie doch nicht und man macht es dann eben später oder im nächsten Jahr. Aber wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, wenn dann eben so eine hohen Energiepreise sind und wenn man auch wirklich jetzt merkt, dass es nicht besser wird, dann ist das Geschrei irgendwie ganz groß.
Natürlich ist es auch so ein Ding, ob wir es alle lernen, auch unser Verhalten ein bisschen zu verändern. Also ob ich es eben mir jetzt vielleicht dann doch mal langsam abgewöhne, statt mit 180 lieber mit 130 auf der Autobahn zu fahren. Denn wer mit 180 fährt, der ist möglicherweise tatsächlich schneller am Ziel. Aber ob man für, keine Ahnung, gesparte 15 Minuten oder so, je nachdem, oder 20 Minuten dann eben sich darüber aufregt, dass die Benzinpreise so hoch sind, weiß ich nicht, muss dann auch wieder irgendwie jeder für sich selber entscheiden. Und wer so gar nicht sich damit beschäftigen möchte, wer also wirklich sagt, ich will mich damit nicht beschäftigen, das ist nicht mein Ding, der Staat soll das irgendwie schon klären und es wird schon irgendwie, weiß ich nicht, ob man dann noch sagen kann oder ob man dann nicht irgendwann mal sagen kann, und ich betone, irgendwann mal sagen kann vielleicht, naja, wer nicht hören will, muss halt dann zahlen. Also wer irgendwie nicht ein bisschen mitdenkt und ein bisschen sich informiert und recherchiert und seine Entscheidungen darauf basieren lässt, was wahrscheinlich kommt. Natürlich ist es immer eine schwierige Kiste und natürlich hat niemand von uns eine Glaskugel, ich erst recht nicht. Aber es gibt ja so gewisse Dinge, die sind irgendwo schon ziemlich klar. Und wenn man sein Verhalten und dann seine Entscheidungen eben dann nicht danach richtet, dann ist es halt schwierig. Wobei mir natürlich absolut und sehr wohl bewusst ist, dass man teilweise Zwängen unterlegen ist, aus denen man nicht rauskommt und wo man vielleicht dann eine Entscheidung treffen muss, von der man eigentlich weiß, dass sie nicht besonders sinnig ist, aber es eben nicht anders geht. Das ist völlig klar, aber zumindest alle, die die Möglichkeit haben, ihre Entscheidungen entsprechend an solchen Dingen auszurichten und es dann nicht tun, finde ich, dann wird es schwierig, wenn es dann hinterher heißt, ihr müsst die Mehrwertsteuer senken für Energieträger, ihr müsst, was weiß ich, die Preise senken, es soll die Kilometerpauschale erhöht werden, ist auch wieder in der Diskussion. Wenn so eine Dinge rausgehauen werden, frage ich mich auch immer, das bringt ja Leuten überhaupt nichts, die wenig verdienen, weil die können ja von dieser Pauschale, die haben ja von dieser Pauschale überhaupt gar nichts, ja. Oder jemand, der eben diese Entfernungen nicht fahren muss, der hat von dieser Erhöhung dann eventuell auch nichts. Also hier muss dann auch tatsächlich die Politik jetzt endlich mal liefern, und zwar vorausschauend liefern und schnell liefern, damit wir hier nicht weiter und damit wir schnellstmöglich aus dieser Falle, in der wir ja jetzt im Moment gefangen sind, rauskommen. Und ich kann eigentlich nur von dieser Stelle aus jeden bitten und jeden dazu ermutigen und jeden dazu motivieren, wenn ihr vor solchen Entscheidungen steht und es ist euch möglich, eben den angestammten Weg zu verlassen, dann tut es. Ihr werdet es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bereuen, auch wenn am Anfang noch nicht alles so perfekt ist, wie es dann mal irgendwann sein wird. Im Moment ist eben auch manches einfach noch nicht perfekt. Ja, und damit bin ich am Ende von diesem Wort zum Freitag. Und zum Schluss gibt es noch diesen Hinweis von mir an euch. Es hat mir über viele, viele Wochen und Monate wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch jeden Freitag mit meinen Gedanken zu nerven oder diese Gedanken mit euch zu teilen und mit euch in den Dialog zu kommen. Aber dieses Wort zum Freitag war mir so am Ende. Ihr merkt, das ist irgendwie so ein zusammenfassendes Wort irgendwie zum Freitag. Ist das Letzte, was ich für euch erstmal... jetzt klingelt das Telefon. Sekunde. Steve ruft an. Ich rufe später zurück. Ja, so ist es. Ne? Da nimmt man was auf und schon ruft er an und sagt, das Video wird zu lang. Nein, also im Ernst. Das ist das letzte Wort zum Freitag, was ich für euch erstmal produziere. Ich mache mir Gedanken, wie ich das vielleicht in einer anderen Form fortsetzen würde. Es ist aber schlicht und ergreifend auch einfach so, dass ich aus beruflichen Gründen einfach mehr Zeit brauche, zum Beispiel für Solaranlagen zu bauen oder eben einfach für meinen Hauptberuf zu arbeiten. Und jedes Video, was ich und Steve und was wir für euch produzieren, braucht einfach Vorarbeit und braucht einfach Recherche. Und wenn ich, und das hatte ich jetzt in den letzten paar Wochen, das Gefühl habe, ich habe einfach nicht die Zeit. Es ist nicht so 100%, wie ich mir das vorstelle. Und es ist vielleicht auch einfach mal Zeit, vielleicht ein neues Format zu entwickeln. Dann ist es genau der richtige Augenblick, jetzt mit dem Wort zum Freitag aufzuhören. Und das tue ich jetzt. Ich bedanke mich an euch, dass ihr so oft und so kontinuierlich dabei gewesen seid und eure Kommentare mit mir geteilt habt, eure Gedanken mit mir geteilt habt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das wird in irgendeiner Art und Weise weitergehen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber mit den Worten zum Freitag muss es jetzt einfach und soll es jetzt einfach mal zu Ende sein. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Auch heute vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt natürlich auch jetzt noch gerne kommentieren unter dieses Video. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen für irgendeine Art anderes Format, wo man sowas machen kann. Dann immer her damit, freue ich mich sehr. Ansonsten erstmal alles Gute und bis zum nächsten Video, Live-Talk,
was auch immer. Vielen Dank, dass ihr bei den Worten zum Freitag so fleißig dabei wart. Tschüss an der Stelle.